Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen World of Tanks und also eigentlich spiele ich das heute mal nicht, sondern wir gucken halt jemand anders zu. Und es gibt einen neuen geilsten Panzer des Tages und zwar haben wir hier das Noob Platoon ohne mich und zwar rechts den Elder Gansky in seinem Emil 1 und links den Roba im T28 Prototyp. Robas Replay sieht man oben links. Und wir fahren beim Elder mit. Das hat nichts damit zu tun, dass der Elder das bessere Spiel abgeliefert hat. Das hat einfach damit zu tun, dass der Roba ja grundsätzlich ein Tank-Destroyer fährt. Und der spielt ihn halt auch wie ein Tank-Destroyer, sodass ein bisschen mehr Action im Elder-Replay ist. Aber man kann ja immer mal nach oben hinlinsen. Ja, wir sind im Prokhorovka und es ist ein 5-10-Gefecht, also sprich 5-8er und 10-7er. Und Elder und Roba sind Top-Tier. Ja, wir bleiben jetzt ein bisschen beim Elder. Der Roba dübelt währenddessen rüber und versucht den Berg zu nehmen. Während der Elder gerade ein wenig planlos durch die Gegend schindelt und beschließt jetzt doch noch mitzufahren. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich habe mir die Replays in so einer kleinen Schnelldurchlauf-Variante schon mal angeguckt. Es wird auf jeden Fall witzig. Also es gibt auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zu sehen und könnte durchaus eine sehr angenehme Veranstaltung werden. Ja, also. Why always my teams? Also vielleicht der E25 kann man immer mal auf den Chat gucken. Da kommt wieder ein Haufen sinnloser Mist. Das ist, finde ich, schön. Roba antwortet mit einem gepflegten, durchgedrehten Smiley und schon wird es passen. Also, Roba nimmt den Berg, der Elder fährt unten in den Berg. Also sprich, er nimmt hier dieses kleine Dörfchen, was ich durchaus optimistisch finde. Aber gut, das muss ja jeder mit sich selber ausmachen. Fakt ist, der Berg scheint unbesetzt zu sein. Der Scout brettert direkt durch und es ist eigentlich nichts da. Alter, macht keinen Mist hier, nicht runterfallen, ja. Also, so. Da hinten ist ein Löwe, das wäre dann damit offiziell das erste Ziel des Tages. Feuer wird eröffnet, Löwe taucht ab. KV-3, IS-3, alles am Start. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Das ist jetzt so gerade Ende des gesamten Elends des Jahresendes. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Zeit, kann jetzt langsam mal wieder ein bisschen zocken und jetzt komm, Elder Jensky, jetzt, jawohl, erster Schuss. Der trifft sehr gut, aber er geht halt auf. Der Emil 1 ist ja eh so ein witziges schwedisches Gerät, hat halt einen Autoloader, einen starken Turm und ansonsten keine Panzerung. Und er ist klein. Also das ist tatsächlich ein sehr kleines Fahrzeug. Wenn man sich das so mal neben in KV oder so stellt, da sieht man schon, da ist also relativ wenig da, was ja eigentlich keine schlechte Sache ist. Der Roba ist immer noch oben auf dem Berg und ihr werdet sehen, Roba macht das, was ein Tank-Destroyer machen muss. Er sitzt dann oben auf dem Berg und nimmt alle schön unters Feuer, was so aufgeht und ja, Elder ist halt hier unten unterwegs. Zurzeit besteht sein Unterwegssein zwar auch nur aus Vor- und Rückfahren, aber immerhin. Es hat übrigens zweimal Arti. Das ist tatsächlich, Artis sind nach wie vor ein riesen Thema, finde ich. Da müsste man echt mal ran. Es ist, ja, Lieblingsbeispiel immer noch Westfield mit drei Artis. Es gibt Westfield gar nicht mehr anders. Es ist echt der Knaller. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also wenn ich nach Westfield komme, kann ich mich auf ein Arti und Campfest einstellen. Jedes Mal. Und dabei mag ich die Karte eigentlich, aber mittlerweile mit dreimal Arti und offenem Feld, die ist einfach echt fast nie spielbar. Die macht einfach echt keinen Spaß mehr. Na gut, egal, falsches Thema. Aber ich kann ja über so einen Mist labern, weil jetzt gerade der Elder hier die ganze Zeit technisch tut und hin und her fährt. Das ist die Geduld, die einfach, glaube ich, den Unterschied macht zwischen einem richtig guten Spieler und mir oder so. Die habe ich manchmal nicht. Also ich muss dann ab und zu auch einmal mal losfahren und muss dann mal sagen, so, jetzt Arsch lecken. Jetzt geht hier mal der Punk ab. Ja, na gut, okay. Da ist ein T71 links. Der kann egal sein. Aber der Löwe, oh, da ist noch ein 45 TP. Und Elder ist offen. Jetzt kann er nur versuchen, in diesen Fluss zu kommen und das Magazin so anzubringen, dass er was bringt. Also wir fangen an mit dem KV-3. Turm von hinten, da ist der KV-3 raus. Elders erster Kill. Löwe, schön ein Magazin reinstopfen. Zack, Löwe rausgenommen. Noch ein Schuss übrig, zwei Kills in kürzester Zeit. Und vor allem eine wichtige Position genommen, weil wie ihr seht, jetzt ist hier quasi, ja, die gesamte Ostseite der Karte ist eingenommen. Also sprich, Robak ist unangefochten oben auf dem Berg und
Und Elder lädt nach. Schade, da ist eine Arti und Elder lädt nach. Das ist ja ärgerlich. Na gut, also Roba kann jetzt alles unter Feuer nehmen. Ist da oben unangefochten. Und das ist tatsächlich schon, das macht schon viel aus. Wenn man hier diese komplette Kartenhälfte hat, hat man schon einen großen Schritt Richtung Sieg getan. Das ist halt einfach so. So, dass irgendjemand im Cap, der T3400, und ein AMX1375, also irgendwas dübelt da am Cap rum. Das ist nicht so arbeitsmäßig günstig. Mal schauen. Aber die sind wieder rausgefahren. Aber wir haben da hinten halt nur einen Tiger P. Und unsere Arti. Ja, Robert hat den T3400 rausgenommen. Also ihr könnt ja oben links immer hingucken. Es gibt ja immer von oben, seht ihr, wie der Robert hier die ganze Zeit Schaden auf die Gegner regnen lässt. Da geht schon echt was ab. Ja, und der Elder zieht seine Bahn und traut sich nicht so richtig über die Bahngleise, die ja tatsächlich jetzt schon so ein bisschen, ja, die stellen jetzt schon so ein Hindernis dar. Aber ich sag mal, wenn du hier einen T28-Protonentyp oben auf dem Berg hast, der jetzt das Feuer hier auf alles aufmachen kann, sollte da vielleicht was gehen. So, der Skorpion hat nochmal den Panther eine gedrückt, aber jetzt liegt das Team tatsächlich sogar schon wieder hinten, der steht 6-7. Die S51 scheint davon zu kommen, das ist auch ärgerlich. So, Su-100 M1. Ja, geht auf beiden Seiten nicht durch. T32 hinterm Bahndamm. Skorpion G ist hier noch irgendwo. Und hinten sind T71 und... der AMX ist raus. Ja, der AMX ist raus. Sehr schön. Ja, das ist bei zwei Replays gar nicht so einfach, hier überall den Überblick zu behalten. Da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Das ist nicht so einfach. So, Arti ist noch am Start, aber es steht 8-9 für die Gegner tatsächlich. Also das ist noch nicht gewonnen, weil dieser Bahndamm durchaus echt eine Barriere ist, die dann für beide Seiten schwer zu überwinden ist. Die kommen nicht rüber, weil vom Berg das Feuer kommt, aber die kommen halt auch nicht so richtig raus. Also Elder und Rova hängen jetzt auch so ein bisschen auf dieser Seite fest. Das heißt, Elder dreht erstmal ab. Muss erstmal schauen, wa? Muss erstmal gucken. Oh, super. Und da sind sie, die besten Freunde, die das Spiel tatsächlich zu einem wahren Genuss und Erlebnis machen. S51 Arti. Ja, währenddessen holt sich Roba schon seinen dritten Kill. Roba räumt jetzt hier die ganzen Typen weg. Und wir sind wieder in Führung. 10-9. Sehr, sehr geil. Also es sind schon 5 Kills fürs Nu-Platoon. Das muss man ja immer mal festhalten. Ich bin ja so stolz auf meinen Clan. Voll die coolen Typen. Das ist übrigens der ganze Clan. Also Roba, Elder und ich. Ab und zu kommt noch der Tuch. Ja. Das ist halt so. Egal. Wir nehmen auch keine Mitglieder auf in diesen exklusiven Club. Das ist nur für hässliche Menschen ohne Skill. Was ich gerade sehe, der Elder hat ja hier sogar Premium Consumables drin. Consumables! Mensch. Ja, es ist früh am Morgen. Ich habe gerade noch so ein bisschen Sprachfindungsstörung und so. Das ist echt... Aber das ist ja cool. Hat Zimtschnecken dabei. Das finde ich gut. Klar, macht beim Autoloader durchaus Sinn. Und die gab es ja in großen Mengen geschenkt. Und ob man die nur dann immer verkauft für Credits oder ob man da vielleicht mal was... Oh, jetzt der Übergang ist möglich. Der Übergang ist möglich. Elder hat es geschafft. Elder ist rüber. Ist dabei nicht aufgegangen. Ja, das ist schon mal viel wert. Elder ist offen, nicht offen und ist jetzt auf der anderen Seite. Der E25 hat auch die Seite gewechselt. Das ist spannend. Das ist übrigens der Nörgel- und Meckersack. Da kommt noch was. Also da kann man sich dann nochmal in Ruhe angucken. So, Elder ist soweit wieder einsatzfähig. Er hat auch kaum Hitpoints gelassen. Er hat diesen S51-Treffer gekriegt und ansonsten ist er tatsächlich noch gut da. So, der Tiger P fährt jetzt auf der 6er-Linie hoch. Roba hat den Berg verlassen, versucht wahrscheinlich jetzt Support zum Tiger P zu geben. Und ja, genau, auf die Ecke hatte ich spekuliert, da werden sie jetzt alle rumhängen, wollte ich gerade sagen. Ja, die werden sich da hinten in die Ecke zurückgezogen haben. Und da ist die S51 weg. Rache ist erledigt. Rache ist hiermit offiziell erfüllt. Das ist ja schon mal eine Ambition, die man durchaus immer haben kann und haben sollte. Und wo es gut ist, dass sie erledigt ist. Ja. Elder lädt nach. Es ist übrigens schon, jetzt sind schon Waffenbrüder. Es sind 3 Kills für Roba und 3 für den Elder. Es sind schon 6 Kills. Insofern, ich sag mal so, ohne die beiden hätte das Spiel wahrscheinlich einen anderen Verlauf genommen, um es mal nett zu formulieren. So. Ja. Und da platzt der E25. Der E25 von der Arti rausgenommen. Der E25 ist aufgegangen
von der Arti weggeschossen worden und die Arti ging dabei nicht auf. Das ist tatsächlich kein schöner Zustand, aber ja. Und wenn man jetzt sieht, was im Chat wieder abgeht, das ist schon ein bisschen traurig. Oh, Elder ist offen. Und da drückt der Skorpion eine 500er Schelle. Na supi toll. Ja, aber das macht der Rover, da kümmert er sich drum. Es ist schon geil, wenn man weiß, man hat zumindest... Boah, alter Verwalter. Ja, E25 will jetzt alle bei Wargaming töten. Es ist schon krass, guck mal hier, was hier alles das Feuer aufmacht, ohne aufzugehen. Aber es sind halt jede Menge Büsche, es ist halt einfach so. Und wenn die das mit den Büschen gut ausspielen, dann kann man da durchaus sehr lange ungespottet bleiben. Ob man das nun gut findet oder nicht, aber das sind halt die Mechaniken, die funktionieren halt so. Die Artischelle war halt echt übel. Also das waren jetzt gleich mal 522 Schaden durch Arti. So, da ist sie, die Arti. Da ist der der 45 TP. Weil der Tiger P jetzt tatsächlich einen ziemlichen Helden-Move macht. Er fährt jetzt rein, er macht die Augen auf. Ja, Roba hat einen Arti-Kill. Sehr gut. Das sind 8 Kills fürs Noob-Platoon. Das läuft. Ja, jetzt ist noch der T32 und der 45 TP. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss man da einmal mal rein in die Mutti. Aber es ist schon, das sind beides Hulldown-Tanks, die, wenn sie jetzt sich hier an den Hügelchen stellen und nur den Turm rausgucken lassen, nicht ganz so leicht zu knacken sind. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt wie und was wird. Oh, da ist der T32. So. Aber es ist halt, Alter kann ja immer noch damit rechnen, dass er wenigstens einen Tank Destroyer hat, der ihm Supportfeuer gibt, beziehungsweise die Arti scheint nicht ganz schlecht zu sein. Und da in der Ecke hängen sie beide rum. So. T32 guckt jetzt natürlich zum Elder. Hat geschossen. Nimm ihn raus. Jawoll. T32 raus. Sprich, Kill Nummer 4. Roba ist schon bei 5. So. Tiger P. Oh. Tiger fängt sich die dicke 45 TP Schelle. Und der Elder hat noch einen Schuss im Magazin. Jetzt sind es eigentlich, am Ende ist es nur Elder und Roba. Der Panther ist zu weit weg, um noch einen Plus zu nehmen. Die Arti-Schelle war gerade richtig gut. Die hat jetzt tatsächlich den 45 TP in eine Kill-Reichweite gebracht. Aber ja, der Elder will jetzt auch nichts mehr riskieren. Und wahrscheinlich lässt er jetzt einfach den Roba machen. Roba geht voll all in und fährt voll drauf. Jupp. Und damit nimmt der Roba auch den Kollegen aus dem Spiel. Ja. Und das war tatsächlich eine schöne Runde, durchaus beeindruckend. Und deswegen schauen wir uns hier natürlich an der Stelle auch unbedingt mal die Auswertung an. Jo, und da ist er auch schon, die kleine, aber feine Auswertung. Das waren 50.000 Credits, 3.250 EP für den ersten Tagessieg. Das reicht für ein Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse, ein paar kleine Medaillen. Aber Waffenbrüder, im Zug waren das 10 Kills. Also sprich, ich würde spontan behaupten, ohne Noob-Platoon wäre die Nummer schief gegangen. Also in der Teamauswertung gucken wir einfach mal rein. Der Panther war tatsächlich richtig gut. 32 Schuss, 26 Treffer, 13 Durchschläge, 1800 Schaden. Und vor allem noch 2000 Spotting. Also der hat tatsächlich noch so ein bisschen den Scout gemacht. Also Respekt dafür. Der Mecha E25, ja, war okay. Kann man jetzt auch nichts sagen, aber man sollte niemals irgendwie schreiben, dass man alle Menschen töten soll und so weiter. Aber ja, wenn man es mal nach Damage sortiert, Roba hat gewütet, knapp 3000 Schaden, 6 Kills, gab noch ein paar kleinere Medaillen, gab halt auch Top Gun und ja, Elder mit 1600 auch mit gut dabei. EP-mäßig sind die beiden relativ weit unten. Das liegt aber einfach daran, die sind Top-Tier gewesen. Die haben halt tatsächlich auf viele Kleine geschossen. Und auch viele kleine rausgenommen. Und da gibt es halt einfach tatsächlich weniger EP für die ganze Veranstaltung. Nichtsdestotrotz, ich fand, das war ein gutes Beispiel für wirklich gelingendes Teamwork und wie das gut gehen kann und wie man es eigentlich auch gut machen kann. Und wie World of Tanks sein könnte, wenn Leute tatsächlich mal zusammenspielen würden. Ich glaube schon, dass ganz viele Dinge einfach daran scheitern, dass Teams sich mit sich selber beschäftigen, sich gegeneinander stellen und so weiter. Ich fand es ein cooles Replay und jetzt nach meiner etwas längeren Auszeit von World of Tanks, finde ich, ist es jetzt gerade auch ein gutes Ding, um mich wieder so ein bisschen reinzubringen, um zu sagen, boah, dann gucke ich mich da an. Das macht mir halt wieder Lust auf mehr, das muss ich echt sagen. Zumal ja auch World of Tanks zurzeit ein paar Sachen angekündigt hat, auf die ich mich sehr freue. Mal schauen, wenn die mit der Goldammo zum Beispiel jetzt die Umstellung hinkriegen, wie sie das angedacht haben. Das fände ich höchst angenehm, weil das ist ja das, was ich schon eine Weile sage. Man kann doch verschiedene Munitionen haben, aber sie muss halt irgendwie balanced sein. Wenn sie hohen Durchschlag hat, soll sie weniger Schaden machen.
Oder man sollte nur 5 Schuss mitnehmen dürfen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da stehen ja viele tolle Sachen auf der Seite. Wahrscheinlich ist das, was ich gerade laber, schon wieder völlig irrelevant, wenn das Video kommt, weil ich ja schon so ein bisschen im Verzug bin. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt seit langem mal wieder World of Tanks Content, den ich frisch produziert habe und der nicht aus meiner Konservendatenbank kommt, wo irgendwie das Zeug schon lange rumgammelt. Und wenn es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.